Hallo, willkommen bei Mutti in der Küche. Ich will euch zeigen, wie man eine Hühnerbrühe macht. Das ist die Grundlage für die Nudelsuppe, die ich morgen kochen will. Aber auch gleichzeitig wäre es die Ausgangsposition für Frikassee. Darum mache ich da ein kurzes Video extra. Dann könnt ihr euch das immer angucken, wenn ihr es in irgendeinem Zusammenhang braucht. Dafür habe ich meinen richtig großen Topf genommen. Da sind jetzt schon mal 6 Liter Wasser drin. Ich habe hier ein schönes Suppenhuhn, das hat 3 Kilo. Wenn ihr kleinere Mengen wollt und nur kleinere Töpfe habt, dann könnt ihr euch auch ein halbes Suppenhuhn holen. Oder ihr holt euch solche Hühnerbrust mit Haut drauf. Dazu vielleicht noch ein, zwei Keulen, weil die ein bisschen herzhafteres Fleisch haben. Das geht auch, also dass man nur die halbe Menge macht. Ne? Aber bei uns gibt es diese Suppe nur im großen Topf. Ich habe das nochmal gewaschen. Ordentlich abgetrocknet werden muss es nicht. So, kommt hin. Passt hier gut rein. Könnte ich direkt noch ein bisschen Wasser abnehmen. Also hätten wohl so 5,5 Liter hätten hierfür gereicht. Dann kommt da ein ordentlicher Schwung Salz dran. Ist übrigens auch ein altbewährtes Hausmittel bei Erkältungskrankheiten, Grippe, ähnlichen Infekten. Einfach mal ein Huhn auskochen, die Brühe trinken. Das Fleisch kann man verarbeiten. Das hat man früher so als Antibiotika-Ersatz genommen. Und das liegt nicht daran, dass die Tiere damit irgendwie behandelt wurden. Ich hole mir immer ein gutes Bio-Huhn. Schmeckt einfach besser. So, jetzt mache ich den Herd an. Und wenn das kocht, auf ganz kleiner Temperatur, mit viel Zeit ausköcheln lassen. Also mindestens 2 Stunden, würde ich sagen. Und das ist schon alles. Ja? An eine Hühnerbrühe kommt wirklich nur Huhn und Salz. Einfacher geht's nicht. Ich zeige euch, wie es dann aussieht in 2 Stunden. Und morgen haben wir dann eine schöne Hühnerbrühe für unsere Suppe. So sieht das jetzt im Topf aus. Langsam wird das Wasser heiß. Ist immer gut, Brühe mit kaltem Wasser anzusetzen. Dann wird das Fett im Gewebe wird einfach besser gelockert und geht mehr in die Brühe, wenn wir das langsam erhitzen von kalt auf heiß. Und wenn es kocht, dann einfach Hitze rausnehmen, damit es nicht so doll durchkocht, sondern bloß immer so leicht. So wie es jetzt fast aussieht, sollte es nachher auch bloß beim Kochen aussehen, ja? So, dann geht es später weiter. Da bin ich wieder. 2 Stunden später. Wir haben ein schönes gekochtes Huhn. Das nehme ich jetzt aus der Brühe. Lasse das etwas abkühlen und dann werde ich das Fleisch da schon abmachen und in die richtige Größe für die Suppe. Sieht doch gut aus, oder? Und das kühlstellen bis morgen. Es ist halt so, bei dieser Nudelsuppe haben wir viele Töpfe. Und beim Frikassee ist es eigentlich ähnlich. Aber die Hühnerbrühe ist jetzt fertig und wir haben eine wunderbare, schön gelb gefärbte Brühe. Ich gieße die nochmal durchs Tuch, damit, falls hier irgendwelche kleinen Dinge drinne schwimmen,
das dann auch noch rauskommt. So, hier habe ich schon mal eine Schüssel voll. Reicht noch nicht. Macht nichts. Ich habe noch eine gefunden. Bei Frikassee ist es so, dass wir so viel Brühe nicht brauchen würden. Dann kann man entweder einfrieren oder eine schöne Vorsuppe davon machen. Schöne Hochzeitssuppe oder einfach nur eine klare Hühnerbrühe mit bisschen Ei. So. Das wird alles sauber gemacht, das Huhn wird abgepult, die Brühe kühlt ab und wird dann auch bis morgen kalt gestellt. Und dann geht es morgen weiter mit all den anderen leckeren Sachen, die da dran kommen an die Suppe. Wir haben noch ein paar Sachen vorbereitend zu tun, da muss Gemüse gekocht werden, Suppengemüse, dann Nudeln vorher gekocht werden und zum Schluss kommen die Grießklöße dran. Aber wenn wir dann Gemüse und Nudeln vorgekocht haben, dann geht das nachher auch alles ganz schnell. Ihr werdet sehen. Also, erstmal Hühnerbrühe. Ganz einfach, aber mit viel Zeit und Liebe. Macht's gut!